R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu der Folge von Masterballers! Mit dabei sind heute Gamers Time. Hallo. Und Eve. Mm. Leute, wir haben heute Folgendes vor mit euch. Nachdem Kevin gerade aus Hunger die letzte Tablette Grippostat gegessen hat, die er gefunden hat. Kevin hat gerade einfach wirklich gesagt, ich habe Hunger. Ah, hier liegt nur noch Grippostat. Ja, egal, dann esse ich das jetzt. Packung halt, ne? Haben wir für heute Folgendes vor, meine Freunde. Wir werden heute die Masterverse Ekel-Challenge bauen, weil wir die besten Menschen sind, ekelhafte Sachen in Minecraft zu bauen. Dachte ich mir einfach mal, wäre das doch mal eine ganz lustige Zeitvertreib für euch und auch für uns. Und wir bauen eine Königin. Leute, denkt dran, das Thema muss ungefähr hinkommen. Ja, nicht so ganz, aber es wäre schön, wenn wir das Thema ungefähr treffen. Und ich habe schon die widerlichste Vorstellung des Jahrhunderts, meine Freunde. Bei Kevin mache ich mir da gar keine Sorgen und ja, bei Eve eigentlich auch nicht. Also eigentlich sind wir genau die drei richtigen Perversen hier, die komplett gestört sind, die wirklich komplette Persönlichkeitsstörungen aufweisen hier. Mann, ist... Aber das, deshalb feiert ihr uns doch auch, oder? Oder Leute? Sagt jetzt bitte ja. Ihr feiert uns doch, oder? Bitte. Kevin, was brauchst du denn Schönes? Erzähl mal. Was hast du vor? Tot. Ach gut, das hätten wir dann auch schon geklärt. Eve, was baust du wieder? Ficken wahrscheinlich. Nee, ich versuche mal heute was nicht, weil heute ist ja Weihnachten fast. Okay. Versuche ich mal nichts mit einem Ficken zu bauen. Echt nicht? Nee, ich versuche heute mal eine Königin zu bauen, aber also, mit... meine Königin ist sehr, sehr schön, die leckt nämlich an etwas. Leckt die an einem Schwanz? Oh, Kevin. Kevin, Mensch. Leckt an was Ekelhaftes. Das ist echt gesagt. Ja, aber Kevin, ist denn ein Schwanz eklig? So ein Hundeschwanz? Ist halt ein bisschen haarig, ja. Ne? Aber, oder so ein Pferdeschwanz, das ist ja auch eine Frisur, ne? Ich habe auf jeden Fall echt eine schöne Königin gebaut und die leckt gerade an was richtig Widerlichem, Kevin. Und nein, ich versuche so eine kein was du gerade eben gesagt hast. Das Wort möchte ich jetzt hier nicht mehr hören, Kevin. Ja, wir sind ein anständiger Bildungskanal hier, okay? Macht keinen Spaß, das ist Scheiß hier mit dir, kleiner Wir möchten vernünftige Bildungsinhalte für die Leute bringen, ja? Und vielleicht fahre ich mal mit einer 150.000 Euro G-Klasse über den Gehweg und bring Leute Dann frage ich was anderes. Leckt die an einem Glied? An was für ein, an einem Kettenglied eventuell, ja? Von einer Kette, von einer Stahlkette, Kevin. Ah, okay. Das wäre eventuell möglich. Ja, meine Königin ist halt einfach nur ein bisschen grenzdebil. Die sabbert halt ein bisschen, ne? Und ist ein bisschen eklig, aber Kevin, du gehst wieder richtig auf, ne? War das Kind noch ein bisschen an? Was? Was hast du? Das Kind zünden wir. Oh nein, doch. Kevin, komm schon, please. Soll ich ein bisschen Kotze bauen? Ja, oder? Kotze ist voll schwer. Kotze ist schwer, findest du? Ich weiß nicht. Ich mach hier aber noch ein bisschen Kotze hin. So, die kotzt nämlich auch ein bisschen. Guck mal hier. Ach Gott. Hier haben wir noch Kotze, Leute. Hier noch ein gebrochener Knochen hin. Das sieht aus wie eine Hundekönigin, ey. Ich hab das Gefühl, dass was Kevin da baut, wieder komplett ausartet. Also wirklich. Oh Mann, meins ist richtig. Was denn, Eve? Deins ist richtig schlecht. Meine Königin sieht eher aus wie ein König, aber ist auch kein Problem, Leute. Blut. So, Leute, schaut mal her. Also ich glaube, dass ich damit auf jeden Fall den Ekel-Contest gewinnen kann, glaube ich zumindest. Guck mal hier. Finde ich persönlich ganz schön, was ich hier gebaut habe. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. I like. I appreciate. So. Einfach mal eine Königin, die so ein bisschen sich schmecken lässt. Die gönnt sich einfach mal. Finde ich geil. Was ist das für ein König, Alter? Das ist ja... Der, der ist auf jeden Fall nicht gesund auf die Welt gekommen, würde ich sagen. It's okay. Da scheinen wohl die ein oder anderen Chromosome vertauscht zu sein. Aber mein Opa singt. Bleeding. Was? Oh, Kevin, Alter. Was ist das für ein Pinguin-König? Ist das der Henki-Haufen-König? Ich weiß es nicht. Ich geb ihm gut aus Mitleid. Nee, aus It's okay. Ich weiß nicht. Also, das ist soll das GLP sein? Nee, ich weiß es nicht. Kann sein, ne? Blass, ne? Aber Reach, das ist ja ein Englischer. Ich habe keine Ahnung, was er da bauen wollte, Kevin. Man weiß es nicht. Was haben wir hier? Das ist keine Queen. Hier steht Revin's halt geil. Lukas Evaifa, den nervig. Queen Achterbahn. Siehst du, das ist halt nervig, ne? Okay, finde ich gut, mal als nicht ableading. Was ist denn eine Queen-Achterbahn? Verstehe ich nicht. Was ist eine Queen-Achterbahn? Hä? Komm, flieg in die Luft. Was ist. Oh, die ist cool. Die ist ganz nice mit dem Mantel. Da gebe ich. Kevin, Alter. Da gebe ich einen gut. Die finde ich echt cool. Die finde ich wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Nee, die Achterbahn war das Beste. Kevin, ich finde die wirklich schön. Die nur schon die hat er gut gebaut. Das ist sehr, sehr schön geworden. So, Leute, was haben wir hier? Alter, everything is awesome! Hä, wer ist das? Wovon ist dieser König? Boah, ich hab grad. Hä, was ist das? Alter! Hä, was ist das? Ich mach es gut. Nee, es ist. Also, hat keine Krone. Ja, ist halt eine Frau, ne? Selbstgespräche. Ja, ist okay. Also, ja, ist in Ordnung. Was ist das denn? Was ist das, Eve? Kotzt!
Bah, das sieht aus, als hätte dir jemand in den Mund. Ihh. Warum ist das ein Hund? Das ist einfach ein Hund. Yves, das ist so ekelhaft. Das ist ein Hund, der kotzt. Bah. Bah, Mann. Oh, guck mal hier. Die Königin lässt dann scheiße. Guck mal, Kevin, das ist geil, oder? Das hast du gemacht, oder? Ja, ja, klar. Natürlich habe ich das gebaut. Ist so die geil, Kotze oder? Ist vielfältiger als meine. Da ist sogar ein bisschen Galle drin, ja, ne? Ja, ein bisschen, das ist geil, oder? Guck mal, die lebt richtig schön an Scheiße, die Königin. Siehst du das? Richtig geil, ganz, oder? Ganz die hat auch ein bisschen Kacke am Kopf. Was ist das? Nice, das ist gut. Direkt, everything is Das ist goldenes Sexspielzeug oder so. Guck mal, das ist hier so ein goldener Prügelstab für den Arsch. Das ist ein Zepter und ein Thron und eine Krone. Nein, das ist Sexspielzeug, Kevin. Das reicht jetzt. Ich sehe darin, dass das ich will und nicht, was du willst. Himmelkampf, Alter. So, bin mal gespannt, was Kevin... Och, Kevin! Was ist das? Kevin, du bist Kevin, was krank. Ist das? Das ist ein Junge, ein Schuljunge, der wurde auf dem Baum aufgespießt und dann verbrannt. Alter. Du kriegst auch von mir, Mann, amazing. Kevin, du hast so harte... Tannenbaum, oh Tannenbaum. Junge, Alter, Blätter. Das ist so ekelhaft, das ist so widerlich. Was? Der hat geworfen, was? Was, Leute? Was? Mindflex, willst du mich... Lol, guck mal, ich war sogar fast besser als Alter, du, Revi. Komm, Junge. Richtig gut bewertet. Ja, komm, Leute, was ist das hier schon wieder für ein Scam? Also, wenn ihr Bock auf mehr Master-Videos habt, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Schreibt uns gerne neue Challenges in die Kommentare. Jetzt, um noch mal ein bisschen eklig zum Ende zu sein. Checkt auf jeden Fall mal Eve aus, die ist nämlich ganz schön eklig. Und Kevin ebenso, Leute. Das war's, lasst einen Daumen hoch da, haut rein, bis zum nächsten Mal. Guter Junge. Auf Wiedersehen.